It's Friday, Friday. Willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Repentance, liebe Freunde, Repentance. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, was wir machen, aber ich würde behaupten, wir spielen jetzt mal Lilith. Oh, Curse of the Labyrinth und direkt zwei Itemräume. Und direkt einen zum Rerollen. Warte mal. Oh, ich muss das Holy Water mitnehmen, aber. Blood Rites. Das ist ein verschenktes Item jetzt leider schon, ne? Okay. Ich habe mit Lilith Dinge vor, Leute. Ich habe mit Lilith Dinge vor. Okay. Irgendwie muss man ja mal sagen, ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht sogar doch auf Angel Deals gehen, ne? Weil wir jetzt einen Devil Deal kriegen, den ich wahrscheinlich nicht mitnehmen kann. Wir machen jetzt erstmal die beiden Bosse. So, das Holy Water ist halt mega nice, muss man ganz ehrlich sagen. So, der Duke of Flies. Hier hätte ich eigentlich noch nicht mal meine Dingens gebraucht, meine mein Spacebar-Item. Und wir spielen Lilith viel zu selten in normalen Runs, muss man ganz ehrlich mal sagen, ne? Lilith im Greed-Mode? Perfekt, ich weiß, was wir morgen machen. Sonntag machen. Squeezy, 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 squeezy. So, ich muss, würde gerne mal meine Box of Friends wieder auffüllen. So. Ich würde gerne mal meine Box of Friends wieder auffüllen und gleich nochmal in den Shop reingehen. Yay. Warte mal, wenn ich den als letztes besiege, kriege ich einen Schlüssel. Er ist ins Holy Water gelaufen. Er ist ins Holy War gelaufen. Warte mal, haben wir mit ihr schon den Boss Rush? Nein, haben wir nicht. Wir müssen uns eventuell ein bisschen beeilen. Weil ich den Boss Rush schon gern haben möchte. Aber wir haben auf jeden Fall was Besonderes vor. Und ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Ich krieg hier... Brauche ich das überhaupt? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich brauche ich nur einen Schlüssel für die nächste Ebene. Und selbst da kann ich jetzt hoffen, dass wir einfach einen Schlüssel bekommen. So, folgendes. Wir müssen uns nicht nur beeilen. Wir müssen auch gucken, dass wir strong werden. So. Und das ist der Grund, warum ich hier auf Angel Deals gehen möchte. Und ich würde hier gerne eine Sache machen, die ich sonst nur aufschieben würde. Ich werde aber entscheiden, ob wir dieses Ending machen, je nachdem, was für Items wir kriegen. Je nachdem, was für Items wir kriegen. Wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. Lass mal den Devil Deal mal Devil Deal sein. So. Hoffen wir jetzt mal auf ein gutes Item im Shop. Und zwar das beste Item, was wir jetzt kriegen könnten. Und das wäre... die Car Battery. Das wäre die Car Battery. Und das zweitbeste Item wäre, BFF. Aber ich krieg die Car Battery immer nur dann, wenn ich sie mir nicht leisten kann oder wenn sie mir nichts bringt. So. Auf wie geht's? Okay. Vorteil ist, dass wir gerade eine XL-Ebene hatten und dadurch echt Zeit sparen konnten für den Angel, für den
Boss Rush. I can see forever ist nice. Das würde ich gerne machen, auch wenn ich jetzt gerade meine meinen einzigen Schlüssel verballert habe. Au. Bitte jetzt nicht so viel Damage fressen. Bitte jetzt nicht so viel Damage fressen. Also spätestens in der Ebene von Mams Fuß muss ich mich entscheiden, was für ein Ending wir machen. Au. Aber ich würde gern schon ein ganz bestimmtes Item freispielen. Ich meine, dass wir dafür zu einem bestimmten Boss müssten. Das wäre schon cool, wenn wir das bekämen, weil dann hätten wir mal wieder was Neues. So. Nice. Wir haben hier beide Itemräume. Beide Secret Rooms. Prevents active items from spawning. Das ist eigentlich nice. Das ist sehr nice. Das hätten wir in der ersten Ebene schon gebraucht. So, Gimme Shop. Bogo Bombs. Voodoo Head, Card Reading. Komm schon, komm schon, komm schon. Mom's Purse. Battery. Ja. Can be charged twice and used twice in a row. Das ist sehr nice. Das ist sehr nice. So, und jetzt noch die Car Battery und dann bin ich glücklich. Noch glücklicher bin ich mit noch ein bisschen mehr Damage. So. Ich muss jetzt auch auf jeden Fall mal noch den Itemraum finden. So. Da ist er. Eigentlich war mir klar, dass genau das passiert, dass genau dieser Gegner jetzt noch gespawnt, aber... Damit gerechnet. Ich habe keinen Schlüssel! Ich habe einfach keinen Schlüssel. Ich habe einfach keinen Schlüssel. Was haben wir hier? Death. Ich habe einfach keinen Schlüssel. Jetzt muss ich hoffen, dass ich hier beim Boss einen Schlüssel kriege. Yo, Mega Ferdi! Bar of Soap nehmen wir mit. Und Act of Contrition nehmen wir auch mit. Und jetzt würde ich gerne noch wenigstens gucken. Ich lasse mal hier kurz die Zeit an und die Karte groß. Ich würde jetzt hier gerne wenigstens mal gucken, dass wir noch einen Schlüssel kriegen. So. Okay, unsere Tears Rate ist so mega cool. So. Okay. Wir kriegen noch einen Schlüssel. Bitte lass es sich gelohnt haben. Bitte, bitte sag mir, dass es sich gelohnt hat. Ja, ja, ja. Also, es ist jetzt nicht das coolste Item, aber ey, als Lilith? Als Lilith ein Harlequin-Baby? Weiter. Lilith's. Lilith. Wünschenswert. Curse of the Blind. Oh, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Curse of the Blind ist wirklich ekelhaft. Wünschenswert wäre im Angel Deal The Wafer. Ich sag's euch, wie es ist. Das wäre sehr wünschenswert. Stirb bitte. Und stirb bitte. Danke. Brauchen wir gar nicht zu warten, bis die in die Luft geflogen ist. Hier, so. Ich kann mir schon... Oh, shit. Ich
kann mir schon mal den Weg dahin bahnen, wenn wir mal ein paar Schlüssel kriegen. Holen wir uns die beiden Kisten auch. Aber ich brauche jetzt sowieso erstmal zwei Schlüssel. Für Itemraum und Shop. Shop ist als Lilith halt nie unwichtig, weil da könnte halt sowas wie die Car-Battery drin sein oder noch ein Batterie-Item. Habit wäre übrigens auch sehr cool. So. Boah, gib mir mal eine Bombe oder sowas. Erstmal ein Schlüssel. Erst Itemraum. Definitiv erst Itemraum. Papa Fly, Papa Fly, Papa Fly, Papa Fly, 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 Papa Fly, Papa Fly, Papa Fly, Fly, Fly. Ich will gucken, ach nee, der kann hier nicht sein. Alles cool. So. Okay. Ich bräuchte im besten Fall drei Schlüssel hier. Im Mindestfall bräuchte ich drei Schlüssel hier. Drei Schlüssel ist das Minimum, was ich brauche. Also jetzt noch zwei. Jetzt noch einen. Ich gehe erstmal in den Shop, auch wenn wir nur sechs Münzen haben. Es ist Greed. Okay. Vielleicht ganz cool für den nächsten Shop, dass wir da jetzt ein bisschen Kohle kriegen. Danke. Jetzt mache ich mal die beiden Kisten da unten auf. Okay. Wir machen die beiden Kisten da unten auf. Zack. Und zack. Cursed Skull. Skull. Au, au. Bitte nicht so viel Damage fressen. Das wäre super nett. So. Okay. Wie ich den Bossraum jetzt nicht finde, ne? Wie ich den Bossraum jetzt nicht finde. Ich glaube, das mit diesem Ending, was ich vorhab, wird erstmal nichts. Ich würde es gern trotzdem versuchen. Ich würde es gern trotzdem versuchen, weil selbst wenn ich den Boss nicht besiege, kann ich was anderes freischalten. Wenn ich bis dahin komme, wohlgemerkt. Lass mich mal ganz kurz das hier ablegen. Das hier holen. Das hier austauschen. So. Okay. Sehr cool. Was haben wir hier? Dessert. Lass mich mal kurz das hier ablegen. Das hier holen. Und das wieder austauschen. Ist nur wichtig, dass wir ein paar Trinkets in den Bossräumen haben. Depths 1. Gehen wir erstmal hier lang. Und die Säckel da, die könnte ich mir eigentlich holen. Da musste ich jetzt nichts sprengen. Da muss ich nur vorsichtig reinrennen. Gimme. Bitte greift mich nicht an. Nein, danke. Oh, was haben wir da hinten? Two of Hearts. Reden wir nicht drüber, Leute. Reden wir nicht drüber. Reden wir bitte nicht drüber. Wäre nett, wenn wir nicht drüber reden. Einfach nicht drüber reden. Das ist nie passiert. So.
Ich muss den Itemraum und den Shop finden. Prioritäten und so. Was haben wir hier? Lohnt sich nicht? Wahrscheinlich nicht. Dass ich noch kein Baby gespawnt habe durch den Damage, den ich gefressen habe. Hier ist der Shop. Ich habe hier zwei Sachen, die ich haben will. Und dafür würde ich jetzt mal wieder auf eine Dingens verzichten. Aber erstmal 9 Volt. Fuck, ich muss jetzt erst den Itemraum suchen. Und ich brauche noch 2 Münzen. Eigentlich bräuchte ich noch 7 Münzen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Schade. Komm. Shot Speed up. The Hierophant. Danke. Das gibt jetzt gerade wieder ein bisschen Hoffnung, dass ich jetzt nur noch eine Münze brauche. Ich brauche nur noch eine Münze. Ich brauche nur noch eine Münze. Und ich hoffe, die kriege ich hier. Weil ich würde schon gern erst die Golden Options holen, bevor ich hier in den Itemraum reingehe. Logischerweise. Weil sonst bringt mir die Golden Options auch nichts mehr. So. Ich mach's. Komm, ich mach's. Ich mach's. Danke. Hat sich gelohnt. Jetzt einmal kurz. Oder war ich schon im Itemraum? Nee, war ich nicht. Jetzt einmal kurz. Hoch in den Shop. Golden Options. More Options. That is Options. Jetzt ganz fix. Wir müssen uns jetzt beeilen, weil ich will in den Boss Rush rein. Ich will unbedingt in den Boss Rush rein, aber ich will auch hier den Itemraum haben. Und ich gehe irgendwie davon aus, dass der hier unten ist. Ist er. Au. So, was haben wir hier? Spoonbender, nice. Beides cool, aber Spoonbender ist jetzt der way to go. Let's fucking go, Leute. Spoonbender einfach das Goat-Item. So, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Gib mir ein Speed-Up am besten, Spiel. So. Und jetzt schaue ich mal rein. Nope. So much nope. Weiter. Letzte Ebene. Schon wieder so ein Raum. Aber. Oh, Ghost Baby. Auf die Emperor, The Magician braucht man nicht. Die Emperor ist nicht so cool, tatsächlich, weil wir brauchen hier eine andere Karte. Definitiv. Und jetzt müssen wir auch die Augen offen halten. Und hoffen, dass wir das nicht zu spät finden. Aua! Ich glaube, irgendein Baby habe ich gerade gespawnt, ne? Ja, ich habe jetzt einfach einen zweiten Succubus. Nice. Incubus? Incubus. The hell, ey, wirklich! Dieser Damage, den ich manchmal krieg.
So, gib mir mal bitte den Schlüssel, den kann ich gebrauchen. Okay. Stirb. Oh, komm schon, stirb schneller. Ich muss mich beeilen. Ich muss jetzt hoffen, dass wir eine Fool-Karte kriegen. Und dass wir sie recht schnell kriegen. Es ist ja eine Fool-Karte garantiert in dieser Ebene. Aber die muss ich erstmal finden. Und die muss ich jetzt innerhalb von den nächsten 30 Sekunden finden. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich bin im Zwiespalt jetzt. Scheiß drauf. Kann ich immer noch freischalten? Moment, war da? Nein, war nicht. Fuck, Mann, ich brauche diese Fool-Karte. Gut, Boss Rush schaffen wir nicht mehr. Angelie kriegen wir auch keinen mehr. Leute, ich suche einen ganz bestimmten Schädel. Und den habe ich bisher nicht gesehen. Hätte ich den gehabt, wäre das kein Problem gewesen, in den Boss Rush reinzugehen. Aber wir kommen, jetzt sind wir, da ist die Fool-Karte. Wir kommen jetzt halt nicht mehr in den Boss Rush rein. Schade. Ich hätte hier jetzt sowieso nichts mit dem Missing Poster machen können. Gemini oder Robo Baby? Wir nehmen Robo Baby. Aus Gründen. Okay. Schade, Schokolade. Ich habe nur zwei Schlüssel, aber wir werden jetzt gamblen, Freunde. Wir werden jetzt gamblen. Pass mal auf. Erstmal werde ich hier sprengen. Ich werde diesen Sack hier aufmachen. Hol mir hier den Schlüssel. Dann werde ich hier sprengen. Hol mir diesen Schlüssel und die beiden Bomben. Dann werde ich hier einmal den Sack raussprengen. Hoffen, dass der nicht in den Stacheln liegen bleibt. Und hier den Sack werde ich auch einmal raussprengen. Warum geht der nach oben? Schlüssel, sehr schön. 6 Stück. Immerhin 6 Stück. Einmal kurz raus, wieder rein. Kisten aufmachen. Ein HP ab. Eine Yara. Yara wäre am Anfang cooler gewesen. So, jetzt bloß nicht die Fool-Karte vergessen. Yara wäre am Anfang cooler gewesen, aber okay. Also am Anfang dieses Raums. Oh Gott, ich bin so langsam. Das war so nicht geplant, aber... ja, wir nehmen Habit mit. Und gucken, dass wir wenigstens noch ein bisschen unsere Deal-Chance erhöhen. Ich gebe nicht auf, dass wir vielleicht doch noch einen Angel-Deal kriegen. Es ist eine niedrige Chance, aber es ist eine Chance. Nee, ich könnte hier eh nichts mit dem Missing Poster anfangen.
So. Okay. Wir nehmen das Polaroid mit. Wir porten uns raus. Wir gucken mal, ob wir vielleicht hier den Secret Room haben. Haben wir nicht. Nicht aus Versehen in die Dacheln reinlaufen. Wir nehmen Magician nicht mit. Wir nehmen Tour of Hearts mit. Und wir machen diese Tür hier auf. Ja, ich versuch's. Mausoleum 2. Ich glaube, wir haben hier... Kriegen wir hier nochmal einen Itemraum? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich sag's euch, wie es ist. Unser Damage ist eigentlich nicht gut genug dafür. Eigentlich. Eigentlich. Uneigentlich. Kannst du alles schaffen, solange du willst. Und wenn wir jetzt nicht zu viel Damage fressen. Da komme ich überall nicht ran. Ich müsste fliegen können. Ich finde es nur schade, dass wir jetzt den Boss Rush nicht geschafft haben. Der wäre eigentlich ganz cool gewesen. Wir kriegen hier wahrscheinlich ein Bomben-Item. Wir kriegen hier vielleicht aber auch einfach nur Bomben. So. Okay. Wunderhübsch. Und Leute, selbst wenn ich den Boss hier nicht besiege, schalte ich Safe Call einen Charakter frei. Vicious Veins. Varicose Veins. Little Gish. Ich nehme das Blind Item mit. Magneto. Little Gish wäre die bessere Wahl gewesen. Müssen wir so sagen. Tears up. Wir müssen jetzt Maximum Tears haben fast. Okay, es ist machbar. Es ist definitiv machbar mit diesem Stats, mit diesem Setup. Ich brauche jetzt nur noch vielleicht ein paar Herzen. Und was Cooles aus dem Shop. Ich brauche jetzt nur noch ein paar Herzen und was Cooles aus dem Shop. Und vielleicht noch ein Damage-Up. Ein Damage-Up wäre eigentlich ganz nice. Kann nicht hier sein. Kann auch nicht auf der linken Seite sein. Kann auch nicht hier sein. So. Okay. Hier haben wir den Shop. Mom's Key. Kommt leider ein bisschen spät. Aber haben wollen tue ich den sowieso gerne. Das war sehr geiles Deutsch, ne? So. Und durch da. Aber ich glaube, den kriege ich so nicht mehr. Außer ich finde jetzt hier so ganz random den Shop, den Item, den Secret Room und da ist ganz viel Geld drin. Ganz viel ist es nicht, aber es ist ein bisschen was. Jetzt fehlen nur noch 3 Münzen. Okay, da könnte man eigentlich mal gucken, ob wir die vielleicht sogar noch kriegen. Auch wenn ich jetzt nicht wüsste, was es mir noch bringen soll. Wir kriegen es eh nicht. Gut, let's go. Dead's Note. Und jetzt bin ich mal ein bisschen still, damit ihr hört. Ja, da hören wir jetzt Mom und Dad tatsächlich miteinander reden. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach oben. Wir sind jetzt nicht auf dem Weg nach unten, wir sind auf dem Weg nach oben. Ich kann trotzdem hier mal reinschauen nochmal. Und wir müssen dran denken, wir werden gleich unser Trinket ablegen müssen.
Ich weiß aber nicht mehr in welcher. Ich weiß nur, okay, ist eigentlich scheißegal, in welcher Ebene ich es abgelegt habe, weil wir werden es definitiv finden. Wir werden das Trinket, was ich abgelegt habe, definitiv finden, weil ich es in den Bossraum abgelegt habe. Hier ist es schon mal nicht. Ich kann denken, dass wir eine XL-Ebene hatten. Am Anfang. So. Gut, Conjoint ist jetzt halt cool. Dadurch, dass wir Dingens haben. Wie heißt's? Dadurch, dass wir. Ach, scheiß drauf, komm weiter. Conjoint ist halt cool, dadurch, dass wir. Ach, wie heißt's denn? Spoonbender haben. Aber es ist halt auch ein Damage Down. Ja, Mom und Dad streiten sich. Wirecode-Hänger, nehmen wir mit. Bringt uns zwar nicht mehr so viel, aber nehmen wir mit. Einfach weil ich es immer satisfying finde, den Wirecode-Hänger mitzunehmen. Wirecode-Hänger heißt er, ja genau. In der nächsten Ebene dürfen wir unser Trinket haben. Was haben wir hier? The Sun? Besser als Tour of Hearts? Besser als Tour of Hearts. Autsch. Shit. 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 Was war das? Hä? Warum? Weil ich es noch nicht freigespielt habe, ne? Muss ich erstmal einmal. Müsste das nicht ein Keypiece sein? Müsste das nicht ein Keypiece gewesen sein gerade? Oder muss ich das erst echt freispielen? Das wäre jetzt ein Minusgeschäft, wenn ich ehrlich bin. Ach nee, ich glaube, ich krieg's aber trotzdem hin. Das ist jetzt halt super schade. Du confessst es nicht. Ja, das ist der Moment, wo Mutti langsam verrückt wurde. Ja, das war der Moment, als Isaacs Dad ihn verlassen hat. Das war der Moment, als Isaacs Dad ihn verlassen hat. So, hier dürfte jetzt noch ein Nee, ist es nicht. Aber wäre cool gewesen. Au. Okay, wir haben nochmal Damage gefressen. Da ist der zweite Itemraum. Da ist dann Blood Rites drin. Was wir definitiv nicht jetzt mitnehmen. Wollen nochmal kurz gucken. Ja, ist immer noch da. Und hier, nein, hier nicht. Okay. Und hier sind wir dann auch angekommen.
im Raum. Latchkey bringt uns nochmal ein Soulheart. Ich glaube, wir müssen es erst freischalten. Was ich unglaublich schade finde, außer... The Red Key has appeared in the basement. Den nehmen wir jetzt einmal. Und dann werden wir hier einmal aufmachen. Und wir haben unseren ersten Tainted Character freigeschaltet. Wir haben unseren ersten Tainted Character freigeschaltet, Leute. Und ab jetzt dürften auch die Keypieces, jetzt dürften auch die Keypieces, auftreten. Let's fucking go. Lilith versus Dogma. Ich werde jetzt hier mal drauf verzichten, zweimal Mindspace bei Item einzusetzen. Naja, wobei, komm, ich mach's. So. Okay. So. Phase 1 haben wir. Wir haben sehr viele Babys. Eigentlich ist es egal, wie viel Damage wir machen. Nur eine Attacke wird beschissen, wenn er sie macht. Die nicht. Hier einfach immer gucken, dass wir außerhalb von diesen Strahlen stehen. Außerhalb dieser Strahlen. Und dann schießt er einmal. Außerhalb dieser Strahlen. Alles cool. Wenn ich Glück habe, macht er die beschissenste Attacke nicht. Ja, wir haben ihn. Wir haben Dogma besiegt. Okay, Endboss. Und unser Spacebar-Item ist wieder voll. Und wir haben eine Sun-Karte und wir starten mit einem Mantel. Wir starten mit einem Mantel. Das ist eigentlich sehr nice. So. Okay. Und ich sag ja, wir machen zwar jetzt nicht den allergrößten Damage... Aber wir haben halt so eine krasse DPS gerade. So, nochmal erhöhen. Jetzt schaffen wir es locker. Jetzt schaffen wir es locker. So, da haben wir den zweiten Harbinger. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Der schießt immer diese Dinger da. Jetzt müsste ich eigentlich trotzdem einmal kurz hier durch. Weil diese Wolken machen halt auch Damage auf Dauer. Der beschissenste Harbinger kommt gleich noch. Aber ich bleib dabei. Als Boss ist das tatsächlich noch relativ easy. So, wir haben nochmal unsere Babys erhöht. Noch mehr Tränen. Jetzt kommt War. Und War ist der meiner Meinung nach zweitschwerste. Also tatsächlich, die werden von Mal zu Mal schwerer. Also ich ist nicht so, dass ich jetzt sage, ah, der ist einfach, der ist, auch wenn der am Anfang kommt, ist der schwerste oder so. Ja. Jetzt kommt das beschissenste überhaupt. Jetzt kommt Death. Und ich muss dran denken, dass ich eine Sun-Karte habe. Für alle Fälle. Einen Hit darf ich noch fressen, dann muss ich die Sun-Karte einsetzen.
Ein Hit darf ich noch fressen, dann muss ich die Sandkarte einsetzen. Und jetzt kommt das Biest. Now the Beast. So, ich muss gucken, wo ich bin. Okay, ich bin hier hinten. Jetzt müssen wir hier ausweichen. Das Ausweich-Game. Und hoch. Oh mein Gott, wir haben einfach die Phase geskippt. Wir haben einfach diesen riesen fetten Brimstone geskippt. Oh mein Gott. Immer schön fliegen. Und wir haben unseren ersten Beastkill. The sky above cracked open and a white beam of light reached down into the earth. Smiting the mother of harlots asunder and setting the blood lake to a boil. As the beast descended down into the lake of fire, Isaac ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him. He saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving them without turning to say goodbye. He saw his mother sleeping, and his father taking money from her purse. He heard the late night fights they had that kept him up at night, and the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights, and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body, his shame, his worry pulled from his being. As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay, so, Isaac and his parents lived in a small house on the top. Gänsehaut. Oh, Gänsehaut. Oh, ich liebe dieses Ending. Oh, ich liebe dieses Ending einfach. Es ist so toll. Es... Okay. C-Section has appeared in the basement. Okay, Leute. Dann schauen wir uns mal hier kurz die Completion Marks an. Und wir sehen Dad's Note als Completion Mark. Und jetzt können wir auch das hier machen. Und haben den ersten Tainted Character. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen doch gerne ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich freuen. Auch über einen Kommentar. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hier auf der linken Seite findet ihr ein Video, was ihr vielleicht noch nicht kennt. Auf der rechten Seite könnt ihr diesen Kanal abonnieren und hier in der Mitte findet ihr meinen Twitch-Kanal. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord-Server. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, bis Sonntag. Ciao, ciao.